Oh mein Gott, Freunde, morgen kommt zu 99% die Omega-Box. Aber du darfst niemals diese 10 Fehler machen, bevor die Omega-Box kommt. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es mal wieder ein richtig krasses und wichtiges Video, Leute. Aktuell passiert unfassbar viel in Brawl Stars und die Omega-Box wird sehr wahrscheinlich morgen rauskommen. Ich zeige euch jetzt mal, wieso. Aktuell ist der Balken ganz, ganz kurz vor der Omega-Box und ich habe das Ganze auch berechnet, dass die Omega-Box eben zu 99% morgen kommt. Aber es gibt, wie gesagt, 10 Fehler, die ihr nicht machen dürft, bevor die Box kommt. Das ist also ultra wichtig, dass ihr alle 10 Fehler eben euch anschaut und diese eben nicht macht. Heute gab es im Shop eben die vorletzte Belohnung für 2 Milliarden Takedowns. Und zwar dieser Gratis-Pin hier, Freunde. Alter, sieht der geil aus mit diesen Juwelen auch. Im aktuellsten Post von Brawl Stars sehen wir, dass insgesamt schon 2,5 Milliarden Kills eben zustande gekommen sind. Das heißt, ich habe es ausgerechnet, es fehlen noch knapp 468 Millionen Kills, die für die Omega-Box noch passieren müssen. Heute. Und ich habe auf jeden Fall ja zu 99% ausgerechnet, dass quasi dann morgen im Shop die Omega-Box ist. Denn, Leute, wir haben erstmal unter der Woche, Montag. Also natürlich werden weniger Kills zustande kommen als am Wochenende, weil viele Leute haben Schule und Arbeit und können eben nicht so viel Brawl Stars spielen. Ich denke, dass ungefähr genauso viele Kills zustande kommen werden wie Donnerstag und Freitag. Wir hatten Donnerstag 507 Millionen Kills und Freitag 595 Millionen. Und wir brauchen, wie gesagt, nur noch 468 Millionen. Das bedeutet, wir haben es eigentlich zu fast 100% morgen, die Omega-Box, um 10 Uhr morgens im Shop. So, Freunde, und jetzt kommen wir, würde ich sagen, zu den 10 Fehlern, die ihr auf keinen Fall machen dürft. Aber vorher nochmal ganz wichtig, Freunde, unser Merch ist fast ausverkauft. 70% ist schon ausverkauft vom Merch. Also geht jetzt gerne auf dermerch.de und sichert euch ganz schnell euer Dernita Winter Überraschungs-Merch, Leute. Und zwar handsignierte Autogrammkarte und 3 zufällige Beilagen sind am Start. Auch ein goldenes Ticket für einen glücklichen Gewinner ist mal wieder am Start. So Leute, Fehler Nummer 1 auf jeden Fall. Versuche möglichst heute Stufe 30 im Brawl Pass zu werden, Leute. Warum? Also, wenn ihr es eben schafft, heute Stufe 30 zu werden, wäre es extrem wichtig, dass ihr entweder, wenn ihr halt den Premium Pass habt, Buster abholt, weil ihr wollt ja nicht, wenn ihr zum Beispiel jetzt Stufe 28 seid, die Omega-Box öffnen und dann habt ihr eine so kranke Wahrscheinlichkeit auf Buster, dass ihr ein bisschen die Omega-Box verschwendet, weil ihr habt nur eine insgesamt, Leute. Oder wenn ihr auch im Free Pass seid, dann und natürlich auch unbedingt Stufe 30 werden, weil ihr dann eben in der Omega-Box Buster haben könntet. Die Omega-Box ist, wie gesagt, sehr, sehr krank, Leute. Wenn ihr aktuell noch Juwelen übrig habt auf eurem Account, ich habe natürlich jetzt noch enorm viele Juwelen, dann solltet ihr noch die letzten Juwelen auf jeden Fall vor der Omega-Box für Boxen ausgeben, wenn ihr das eh vorhattet. Wie gesagt, Boxen gibt es nur noch bis zum 11.12. abends. Ab dem 12.12. sind Boxen aus Brawl Stars gelöscht. Und wenn ihr noch überlegt habt, okay, soll ich vielleicht noch Boxen öffnen, dann macht das lieber jetzt, weil, bevor ihr eure Juwelen dann eben quasi danach erst öffnet. Weil ihr könnt jetzt, indem ihr vorher, also vor der Omega-Box Boxen öffnet, eure Wahrscheinlichkeit ja erhöhen für einen Legendären zum Beispiel und habt dann in der Omega-Box wahrscheinlich safe den Legendären. Wenn ihr das quasi andersrum macht, wäre das nicht so nice, weil ihr wollt ja in der Omega-Box am besten krasse Brawler drin haben. Deswegen würde ich sagen, falls ihr noch Juwelen übrig habt und die unbedingt loswerden wollt, bis zum 12.12. macht das lieber heute, bevor ihr die Omega-Box öffnet. Fehler Nummer 3. Ich würde euch auch empfehlen, den ganzen Brawl Pass bereits zu öffnen, jetzt schon. Je nachdem, wie weit ihr halt gekommen seid mit den Boxen. Bei mir ist das jetzt egal, ich habe einen Maxed Account, ich habe alle Brawler, aber wahrscheinlich die meisten von euch noch nicht. Ich würde das auch machen vor der Omega-Box, Leute, weil auch so könnt ihr eure Wahrscheinlichkeit dann erhöhen, dass ihr in der Omega-Box was Krasses habt. Und zwar, ja, wie gesagt, bei mir ist jetzt alles bei 0%. Aber wenn ihr zum Beispiel wie auf meinem Free-to-Play-Account noch nicht alle Brawler habt, dann ist das, wie gesagt, sehr, sehr schlau, Leute, weil, so, wir haben jetzt zum Beispiel hier 0,07. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die ganzen Boxen abholt vom Brawl Pass, habt ihr vielleicht 0,1 oder sowas. Und habt dann in der Omega-Box wahrscheinlich bessere Sachen drin. Kommen wir auf jeden Fall zu Fehler Nummer 4. Ihr solltet unbedingt, bevor ihr die Omega-Box öffnet, alle Upgrades machen, die ihr habt. Vor allem auf Power 7 und auf Power 9.
Ich habe jetzt hier eben keine Upgrades mehr auf dem Free-to-Play-Account. Aber zum Beispiel, ihr seht, Surge ist ganz kurz vor Power 7. Ihr könnt dann also versuchen, irgendwie noch Surge auf Power 7 zu bekommen. Vielleicht gibt es hier nochmal irgendwie gratis Powerpunkte. Das scheint aber jetzt nicht so der Fall zu sein. Genau, weil ihr habt wahrscheinlich in der Omega-Box, weil die so viele Items drin hat, eventuell 4 bis 6 Gadgets oder Star-Powers drin. Das wollt ihr ja natürlich auch nicht verschwenden. Das bedeutet, ja, macht eure Upgrades, bevor ihr die Omega-Box öffnet. Kommen wir zu Fehler Nummer 5. Ihr solltet unbedingt, bevor ihr die Omega-Box öffnet, eure Star-Punkte für Boxen ausgeben. Wir haben nämlich aktuell Star-Punkte-Boxen im Shop drin. Ihr seht es hier. Ich habe jetzt leider nicht genug Star-Punkte auf dem Free-to-Play-Account, aber ihr solltet unbedingt diese Boxen öffnen. Aus zwei Gründen. Grund Nummer 1 ist natürlich, Boxen werden entfernt und das ist wahrscheinlich die letzte Möglichkeit für Star-Punkte noch Boxen zu öffnen. Und Grund Nummer 2 ist eben, eventuell werden sogar auch Star-Punkte entfernt. Das heißt, wenn ihr noch Star-Punkte habt und ja, die für Boxen ausgeben wollt, macht das unbedingt auch vor der Omega-Box, also bevor ihr morgen früh die Omega-Box öffnet oder wann auch immer ihr die öffnet. Und natürlich auch, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, habe ich euch jetzt schon in den anderen Punkten erklärt, Freunde. Fehler Nummer 6 auf jeden Fall, Leute. Nochmal ganz wichtig, ich sage es nur nochmal, damit das jeder versteht. Öffne die Omega-Box vor dem 12.12. Wir haben jetzt heute den 5.12. Ihr habt also nur Zeit vom 6.12. bis 11.12. die Box zu öffnen, weil die Omega-Box wird ja auch entfernt mit dem Update. Das bedeutet, ihr habt nur ein paar wenige Tage Zeit. Am besten stellt ihr euch einen Wecker und öffnet sie direkt morgen, um sie auf gar keinen Fall zu verpassen. Fehler Nummer 7, Freunde. Genau, ganz, ganz wichtig. Ihr müsst auf jeden Fall natürlich auch die Omega-Box auf allen Accounts öffnen, weil das ist ein geisteskrankes Opening, was ihr dann machen könnt. Wenn ihr nur einen Account habt, habt ihr eben nur einen Account, aber viele haben ja auch zwei oder drei Accounts. Ihr dürft das auf gar keinen Fall vergessen, auf allen Accounts möglichst viel natürlich die Omega-Box zu öffnen, weil, ja, ist einfach eine ultra geile Sache, solltet ihr nicht verpassen. Deswegen sage ich es nochmal dazu. Punkt Nummer 8, Leute, ist auch ziemlich wichtig, würde ich sogar sagen. Und zwar solltet ihr am besten eine Bildschirm- oder Videoaufnahme starten, bevor ihr die Omega-Box öffnet, weil das ist die einzige Omega-Box, die ihr jemals öffnen werdet. Danach gibt es sie nicht mehr. Und ihr könntet ja eventuell einen Weltrekord haben, weil man weiß ja noch nicht, wie viele verbleibende Gegenstände die Omega-Box enthält. Vielleicht bis zu 25 verbleibende oder was weiß ich. Das kann echt alles passieren morgen. Und ja, deswegen würde ich euch empfehlen, bei iOS könnt ihr das hier einstellen, dass ihr hier auf diesem Knopf, auf diesem runden, eben die Bildschirmaufnahme startet, bevor ihr eben die Box öffnet. Bei Android gibt es dafür auch Apps. Oder ihr filmt das einfach mit einem anderen Handy irgendwie so ab, weil ich kann euch wirklich nur empfehlen, macht da ein Video von, es lohnt sich und das ist das einzige Mal, wo ihr das machen könnt. Kommen wir zu Punkt Nummer 9, Leute. Der ist auf jeden Fall für alle, die mich supporten wollen und mich unterstützen, denn es kommen noch krasse Opening Battles. Ich habe es euch ja versprochen, bevor die Boxen entfernt werden. Gebt doch gerne Creator Code Lukas ein im Shop, bevor ihr ja, die letzten Boxen öffnet oder auch für euch für die Omega-Box vorbereitet, würde mich sehr freuen. Außerdem gibt es, wie gesagt, das Creator-Code-Adventskalender-Gewinnspiel für euch. Jeden Tag 25 Euro Google Play oder iTunes kann einer von euch gewinnen, wenn ihr einen Kauf mit Creator-Code Lukas auch abfilmt und bei Instagram in die Story packt, dort mich markiert, also @LukasBrawlStars. Jeden Tag wird auf Instagram immer ein neuer Gewinner bekannt gegeben. So Leute, und wir kommen zu Punkt Nummer 10. Ganz wichtig natürlich nochmal dieses Video liken und meinen Kanal kostenlos abonnieren, Leute. Denn es läuft ja auch noch ein Gewinnspiel für Megaboxen. Ihr könnt auch nur noch heute teilnehmen. Morgen ist da schon die Auflösung mit für bis zu 200 gratis Megaboxen. Und zwar bei diesem Video. Das war das erste Video zu dem Thema Boxen werden entfernt. Dort könnt ihr noch teilnehmen. Genau, also das waren auf jeden Fall die 10 Punkte, die ihr unbedingt beachten müsst, bevor die Omega-Box rauskommt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und damit ihr eben morgen alles richtig machen könnt, wenn es endlich soweit ist und die Omega-Box rauskommt. Ich bin ultra gehypt, Leute. Es wird echt mega heftig. Es wird ein krasses Video auch online kommen. Lasst schon mal ein Like da, kostenlos Abo, wir sehen uns und ciao, ciao!